Und damit, Kerl, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Beim letzten Mal haben wir tatsächlich eine Insignie gemacht und ich habe vergessen zu zeigen, dass wir einen neuen Skin für Rabbit Marios Waffe freigeschaltet haben. Das wollte ich jetzt noch tun. Und dann würde ich sagen, steppen wir jetzt dann auch sofort in die zweite Welt und schauen, wie es da aussieht. Let's go. Ah ja, in die Flockenbrocken, I guess, Galaxy. Okay, uns wird empfohlen, Level 8 bis 15 zu sein. Wir sind tatsächlich Level 10, also sollten wir da gut ankommen. Also, let's go, reisen wir da doch mal hin. Und schauen, was uns da Spannendes erwartet. Ich habe mega Bock auf die zweite Welt, zweites Level, ich weiß es nicht. Wir befinden uns im Landeanflug auf Flockenbrocken. Nichts wärmt das Herz und weckt die Sinne mehr als seine schneebedeckten Gipfel. Und die Becher voller heißer Schokolade, mit denen auf beschwingten Fondue-Partys in freier Natur angestoßen werden kann. Die Atmosphärenscans deuten auf einen Temperatursturz hin. Es ist jetzt eine vereiste, finsterzeit verseuchte Einöde, in der Eishöhlen voller Gefahren beim typischen Aufstieg in den schroffen Bergen nur wenig Schutz bieten. Außerdem sind Fondue-Töpfe äußerst schwer zu reinigen und eine der Hauptursachen für schwere Verbrennungen. Ich weiß schon, wen ich beim jährlichen Retina Rail Rider Snowboard Festival nicht als Begleitung angeben werde. Das bestätigt meine Analyse. Dieses Winterwunderland sieht eher aus wie eine Winterwüste. Nördlich von uns in den Bergen ist ein Finsterzeit-Tentakel. Vermutlich der Auslöser dieses unglückbringenden Schneesturms. Eisbär schwimmen! Wo ist die See? Rühr dich nicht vom Fleck, Rabbit Luigi. Wow. Also, es muss hier irgendwo einen Wächter geben. So wie Augie auf Strahlestrand. Aber bisher ist keiner in Sicht. Dafür kann ich mit Sicherheit sagen, dass sich in diesem Baum eine Lebensform befindet und es ist keine Finsterzeit-Kreatur. Wir sollten trotzdem mal nachsehen. Vielleicht weiß sie ja, wo wir einst diese Outdoor-Saunafässer finden können, von denen ich gehört habe. So, ich muss sagen, ich finde den Schneesturm gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, es sieht hier echt krass aus. So, erstmal ins Questbuch schauen. Der Baum ist zwielichtig. Ja, den schütteln wir auch gleich mal. Ganz, ganz viel hier zu erkunden, glaube ich, wieder. Wir schütteln auch den Baum hier. Da kommt jetzt ein Gegner runter. Nein! Immunitätszauber! I guess. Ich glaube, es können aber auch schlechte Dinge... Scheinbar gibt es hier irgendwas Spannendes, weil so viele Pfeile gehören normalerweise nicht in die Landschaft, sondern nur auf YouTube-Thumbnails. Aber egal, no front. Guten Tag. Vielleicht kannst du den Baum schütteln, damit der kleine Kerl herunterfällt. Das sieht für mich nach einem Spark aus. Glück, ihr habt mich gefunden. Ich heiße Dezibelle. Ach, schon gut. Wir können dich sehr gut hören. Entschuldigung, darf ich mit euch kommen? Ich kann nicht gut kämpfen, dafür aber kann ich andere Sachen. Ich habe Schallkräfte, die stark genug sind, um schwere Gegenstände zu bewegen oder sogar zu zerstören. Auf Strand haben wir selbst gesehen, wie nützlich die Fähigkeiten von Spark sind. Allerdings... habe ich Schallkräfte. Die Brücke, wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften... Entschuldigung, ich rede zu laut. Nochmal.
Also, wenn sollen die Brücke zerstören. Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften zum Runterklappen bringen kann, ist sie unsere Eintrittskarte zum Berggipfel. Ja, dann tun wir das doch. Mit ZR können wir... Können wir Bebo jetzt schreien lassen? Cool, da unten ist ein Level 10 Gegner. Und der sieht nicht so freundlich aus. Wir sind gerade erst Level 10. Deswegen würde ich erstmal sagen, mit dem anzulegen, weiß ich nicht. Da unten auch Stufe 10. Also Stufe 10, glaube ich, wird hier ein bisschen auch vorausgesetzt. Können wir nichts hier oben vielleicht noch? Das Schiff anschreien? Das könnte man auch ausmachen, hier ein bisschen Umweltthinking oder so. Okay. Will ich mich direkt schon mit einem Gegner anlegen? Ich will vielleicht erstmal hier rüber. Warte, vielleicht gibt es ja die Brücke, weil vielleicht können wir Eiszapfen kaputt. Hier haben wir wieder unseren Superbot. Hier ist so einer. Miseras Arme hat den Planeten überfallen. Überall Quetscher. Ich traue mich nicht mal mit den Füßen aufzutreten, damit mir warm wird. Wenn ihr wenigstens 3 Quetscher erledigen würdet, könnte ich mich vielleicht eine Chai-Kaka holen. Okay, wir sollen 3 Quetscher bekämpfen. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber wer weiß, wie sich diese Kämpfe verhalten. Laufen. 6. Wo sind die letzten? Oh mein Gott, das war knapp. Aber man muss halt auch wissen, wo die sind, nicht wahr? So einmal. So einmal hier rum. So. 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 Und wunderbar. Da haben wir sie doch alle. Wir kriegen eine Kiste. Ich würde aber vorher gerne noch hier die Blöcke kaputt machen und das Geld mitnehmen. Wir schlittern hier nicht, aber wir haben so ein kleines Geräusch. Ja. Da hört man es auf jeden Fall. So, hier müssen wir erstmal ein bisschen Schnee wahrscheinlich wegmachen. Damit der mit uns reden möchte. Ja. Ein Geld, ja, ist doch okay. Warum nicht? Das hier scheint nicht wegzugehen, okay. Man kann es ja mal probieren, das war mir klar, aber man kann es ja probieren. Hallo, Mr. Rabattbot. Es ist sehr kalt, aber die Preise nicht. Die sind ziemlich heiß heute. Deswegen kauft bei mir ein und gibt Geld für mich aus. Ist gut, ich lese mir das natürlich alles durch. Er verkauft, oh, Waffenskins, die ich kaufen werde, wie sie. Er verkauft wieder so einen Key. Beginne eine neue Bewegungsphase, egal wo du dich auf dem Schlachtfeld befindest. Wo einfach zweimal laufen. Strong Move. Ich glaube, wir können irgendwann da durch, wenn die Eiszapfen weg. Aber ich bin mir nicht sicher. So, gehen wir doch erstmal storytechnisch weiter. Wie wär's denn damit? Anstatt hier, oh, wir könnten aber auch hier runtergehen. Ne, da waren wir gerade. Okay. Und da unten müssen wir scheinbar auch kämpfen. Ja, ja, da kommen wir dann zu. Da kommen wir dann zu. Wir gehen das Ganze entspannter. Wir werfen jetzt erstmal hier diese Brücke um, damit wir weiter können. Ah, wobei, gibt's hier links noch was? Also, da müssen wir hin. Okay, dann tun wir das doch. Und legen uns nicht mit dem... Der hat einen Thwomp hinten drauf. Wenn das mal keine nützliche Fähigkeit ist. Ja, sag ich auch. Ja, der hat einen Thwomp, finde ich nicht so cool. Also runterfallen hier, schlechte Idee. Okay. Steppen wir mal weiter. Gucken, was uns hier alles erwartet. Das ist ja so viel neu und alles sieht so cool aus. So, da drüben ist Geld, wie wir da hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können ja mal hier über die Brücke laufen. Da vorne wieder was kaputt schreien. Wunderbar. Hier geht's nach oben. Guck mich lieber 10-mal um. Wie schütteln wir? Was gibt's hier? Und auch hier. Zack, zack. Da hinten gab es sonst nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Sehr straightforward. Und hier ist unsere erste Aufgabe. Sollen wir Stufe 10 sein? Okay, okay, sind wir gerade so. Ich stell's mir stressig vor. Aber mal gucken. Ja? Es kann sich ja auch positiv entwickeln und nicht ganz so schwer sein. Wir haben Röhren das erste Mal auf Schlachtfeld. Es ist aber nur ein erreichtes Gebiet. Wir haben auch wieder welche von den Tigern, aber in ihrer Eisform. Finde ich cool, dass die Gegner wieder unterschiedlich sind, je nachdem, in welchem Level oder Welt man sich befindet. Und auch einen neuen Spark. Einen wunderschönen guten Hallo. Bitte gewinnt diese Schlacht.
Ihr Helden seid mein einziger Weg hier raus. Rostkeulen friert euch mit Eisbombentechnik ein. An Ort und Stelle ein. Wenn sie besiegt werden, verschwinden sie mit einer Frostexplosion. Ihr müsst aufpassen. Das ist ziemlich aussichtslos für euch. Aber wenn ihr einfach durchrennt, ist das kein Stress. Dann tun wir das doch auch. Showtime. Ich will erst gucken, wie weit Mario laufen kann. Weil Mario ist ja sozusagen der Main, der dann halt... krasse Distanz hinlegen könnte. Durch einen Flug, aber ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, dazu stelle ich mich hier hin. Ball auf ihn. Ich habe die Hoffnung, dass die Barriere weggeht und man dadurch vielleicht ein Stück weiter laufen kann. Ich kriege keinen Damage dadurch. Nein, die Barriere geht auch nicht weg. Die ist sehr stabil. Den haben wir auch noch. Den sollten wir vielleicht auch mitnehmen. Rabbit Luigi. Come on, let's go. Step mal trotzdem. Ah, mit Mario haben wir geschossen. Das war vielleicht dumm. Boing. Ja. Fliegen mal bis hierher. Gehen durch die Röhre. Und sehen spannende Dinge auf der anderen Seite. Selig. Ja. Ganz gut wegrennen hier. Das ist doch mal nicht schlecht, einfach mal hier reinzuwerfen. Oh ja, die Blöcke werden ein bisschen angeschlagen. Kein Stress. Mario lassen wir jetzt einfach mal zurück, weil einfach so. Obwohl der ist, der eigentlich immer bei Capture the Gebiet ganz vorne sein müsste. Ich weiß nicht, warum ich sage Capture the Gebiet. Aber das Gebiet zu capturen ist halt immer, weiß ich nicht, irgendwie so. Ich seh dich. Nee, ich werf den bestimmt nicht an. Hier hinten sollte sich eigentlich auch nichts tun. Er sollte auch nicht an uns rankommen. Vielleicht stelle ich mich doch mit ihm noch hier vor. Und gebe mal den Zug ab und guck mal, was die Gegner machen. Der Bob-Up erreicht uns safe nicht. Aber ist das nicht relativ easy, jetzt da oben durchzusteppen und dann... ja, halt so. Wir können jetzt auf jeden Fall mit Mario durch die Röhre. Und ich glaube, dadurch können wir halt richtig viel an Distanz rausholen. Weil Mario ja einfach alles kann. Ja, eben, Mario kann auch schon durch die nächste Röhre. Hoch mit dir. Noch ein Stück, bitte, 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 bitte. Wunderbar. Ja, dann kommen wir bis hier hinter. Kein Act. Ich will eigentlich den hier dashen. Nehmen und auf den draufwerfen. Weil das macht halt gut Damage, so. Nein, 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 nein. Ja, auf jeden Fall. Das wäre halt strong, wenn wir jemanden haben, der zweimal dashen kann. Haben wir ja, aber ist halt trotzdem strong. Ich gehe mal mit... nee, gehe ich nicht. Dann stelle ich mich mal dahin. Da können wir mit ihr vielleicht auch schon gleich weitergehen. Oh mein Gott, das wird knapp. Ja, hat aber gereicht. Gerade so. Hätte mit ihr noch dashen können. Jetzt halt stupid. Ja, wir können mit den beiden durch und er muss halt... ich sag mal so, überleben. Wir laufen erstmal hier durch. So, und dann mit ja auch gerade. Ja, ja, komm. Das ist ein Rabbit Luigi, der hat doch ziemlich viele Leben. Das sollte gar kein Stress sein. Mit Mario
Können wir nicht mehr springen? Oh, oh, das macht meinen Plan gerade ein bisschen broke. Aber nicht so schlimm. Wir ballern auf die zwei Dinger drauf. Die zwei Bob-Bombs. Machen uns ein bisschen Platz. Mit ihr können wir halt auch nicht springen. Können wir irgendwas machen? Eigentlich nicht. Wir müssen mit ihm auf jeden Fall ganz dringend hier weg. Weil wir könnten ja schwächer machen, den Kerl. Und die dann anschießen. Oh nein, können wir nicht mehr. Oh, das war dumm. Für Rabbit Luigi, du musst jetzt halt das Feld von hier hinten aufräumen. So, was kann Mario? Mario könnte noch einen Spiegel anmachen. Aber ich glaube, kein Gegner kann uns eigentlich hitten. Deswegen ist mir das jetzt erstmal egal. Wir gucken, was denn hier Spannendes oben passiert. Ja. Ja, ist halt nicht so nice. Oh, stimmt. Die können ja, die haben ja jetzt im Fernkampf. True. Mit diesem Frostding. Das habe ich doch vorher vorgelesen. Er erreicht ihn ja auch. Sind festgefroren. Aber wir sollten doch safe einen Weg da bekommen, oder? Also was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist das da. Dann schon mal hier in diese Richtung fliegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der Bobo explodiert sogar. Wo ist... Hier, wir können es wirklich nicht bewegen. Weswegen ich das hier zünde und volle Kanone auf den Gegen muss, bevor der mich halt nochmal frostet. Komm, komm, komm. Ich bin hier Damage, Damage, Damage. Zack. Er kommt angelaufen. Kommt er nicht? Warum nicht? Das ist komplett dumm. Nee. Will ich nicht. Eher, dass die hintere explodiert. Ja. Warum dann nicht noch auf die zweite schieben? Ich habe beide auf eine geschossen. Ich bin so gut. Das mache ich safe nicht. Ich mache das hier. Auf jeden Fall. Und dann ist mein Zug auch schon vorbei. Ja. Er wird so sterben. Er ist weit genug weg. Ach, selig. Er hat sich halt nicht direkt gelohnt, aber trotzdem Schaden gemacht. Ja, und jetzt ist Mario fest. Sterb. Gut, dass er nicht gefrostet wurde. Er wird so aus dem Leben geschockt. Er wird halt versuchen, mich zu getten. Egal. Da macht er zumindest weniger Schaden. Und er ist auch eingefroren, er kann sich gar nicht bewegen. Heldensicht an. Kann sie sich nicht wieder bewegen? Ja. Kann er nicht dashen? Weil ich mich so einfriere. Lame. Ja. So bin ich draußen. Zumindest außerhalb des Radius, in dem er explodiert. Minus 1. Ah, ich hätte genug Zeit wegzulaufen gehabt, ja. Okay. Wusste ich nicht. Ja, er kommt angelaufen, komm. Wieso läuft er denn nicht? Unfassbar. So. Der da kann nicht laufen. Der wurde doch gefrostet. Manche Sachen machen für mich noch keinen Sinn. Ja, cool. Hätte ich machen sollen. Den Damage hätte ich tanken sollen. Merk schon.
Das ist jetzt ganz schlicht. Können aber nach hier hinten gehen. Explodiert er? Nein. Dann mache ich ihn jetzt schwächer. Und dann feuere ich ihm noch Rabbit Luigi's Boomerang. Hinten rein. Klar, wir kriegen wieder Frost. Aber wir kriegen weniger Schaden. Sind keine Gegner mehr. Hier auch nicht. Haben wir alle Gegner jetzt besiegt? Außer, ja, außer die hier halt, die jetzt noch spawnen. Krass. Spawn zwei davon? Oh, boom. Da habe ich jetzt aber Angst vor, du. Mario, kannst du wieder laufen? Ja, dann komm. Warte, warte. Nee, 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 nee. Wir haben das letzte Mal schon ausdiskutiert. Den Viechern Damage machen. Gibt uns bedingt noch Upgrades. Oder halt Geld. Ja, eben. Eintagsfliege. Ja, aber jetzt mit Marions. Wunderbar! Das fühlt sich gut an. Stufenaufstieg, Stufenaufstieg, Stufenaufstieg und Stufenaufstieg. Mehr Schaden und wieder ein paar Prismen. Ich glaube, darum kümmere ich mich tatsächlich jetzt nochmal. Bisschen nämlich da reinzudenken, reinzu. Ist, was ich meine. Das mache ich gleich am Ende des Parts noch. So, gehen wir aber doch noch in die Höhle rein. Ich hoffe, uns erwartet keine böse Überraschung da drinne. Ich hoffe, ich kann jetzt gleich ganz in Ruhe da erstmal reinsteppen. Habe ich gehört. Ja? Wir sind uns einig, Spiel. Ja. Das ist doch schön. Hier gibt es Münzen. Sehr viele Münzen. Wir haben schon fast 2000. Das ist gut, hätte ich gesagt. Ob wir so einfach durchlaufen können, bezweifle ich mal ganz stark. Wir kommen. Wir können ja mit Beepo schreien und das hat auch dieses Schrei-Logo. Ja! Und jetzt aber beeilen, bevor das wieder runtergeht. Kann ja sein. Nee. Durch die Röhre kommen wir oben wieder raus. Hier nochmal machen. Und hier die Leiter herablassen. Dann haben wir es beim nächsten Mal einfacher, wieder hier hoch zu kommen. Und hier steppen wir dann doch nochmal kurz raus. Und dann sollten wir auf der anderen Seite sein. Bei sogar einem Tod. Baba! Hallo. So. Darüber laufen wir jetzt erstmal nicht. Wir schauen jetzt erstmal hier in unser ganzes Heldenzeug hinein. Und gucken mal, was wir hier Spannendes tun können. Denn wir haben schließlich den neuen hier bekommen. Genau, Eisschaden. War waffenbasierte Angriffe. 120% Waffenschaden. Ja, hört sich nicht gut. Hört sich nicht schlecht an. Ich will mich aber erstmal um den Skilltree kümmern, weil wir haben ja ultimativ viel bekommen. Denke ich, dass ich es erstmal tue. So mehr Raserei geben wir auf jeden Fall Luigi gleich. Bin nicht vergessen. Die höhere Chance auf kritische Treffer ist halt auch strong. Mehr Leben ist jetzt, glaube ich, erstmal zweitrang. Komm, dann lass uns mal weiter fliegen. Und eine höhere Chance auf Crits haben. Weil es ist halt einfach eine stronge Attacke. So, Rabbit Luigi. Kannst noch nicht zweimal dashen, weil das kostet 4. Saven wir mit ihm doch gerade noch. Mario! Mario kann stampfen, gleiten. Kann nochmal stampfen, weil ich halt den Schuss auf der Luft. Oder nicht? Zählt das dann als Schuss? Mario kann auf Gegner zu angreifen, während er sich durch die Luft geht. Sprungschüsse fügen außerdem mehr Schaden zu. Aber zählen die jetzt als normale Schüsse? Weil dann weiß ich nicht, ob es sich... Ich hab schon Sprungschüsse? Ich könnte Sprungschüsse einfach nur stärker machen? Ach so, okay. Dann weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Vielleicht eher den Extra-Stampfer? Hm. Ja, und der Heldensicht. Vielleicht noch mehr Schaden bei der.
Ja? Warum nicht? Bei Rabbit Peach könnten wir Kraftübertragung. Eine mit Waffe besiegt gibt 20% KP zurück. Das ist strong. Der Heilungssprung. Sie kann zweimal. Nee, sie kann zweimal dash. Erleben? Nee. Vielleicht eine krassere Heilung. Was ist denn noch wichtig vielleicht? Ja, sparen wir nochmal. Luigi, mein Freund. Doppelter Teamsprung wäre sehr, sehr Waffenschaden. Ich würde, glaube ich, als nächstes würde ich nach da oben gehen. Den spare ich bei Luigi auch nochmal. Weil die benutzen wir auch so selten. So, Peach, was kann Peach jetzt? Immer noch 4. Peach hat so 4. Krassere Reichweite. Einen größeren Grad zum Schießen hört sich auch nicht. Eben haben wir, glaube ich. Machen wir doch mal den Schaden hoch einmal. Dann auch den Grad, dass wir mehr treffen können. Ja. Und Rabbit Mario, der einzig wahre, kann als nächstes. Kann er denn? Kritische Treffer sind jetzt erstmal bei ihm, glaube ich, nicht so wichtig. Eine krassere Raserei wäre halt strong tatsächlich. Also halt auch diese Flächenschaden bei einer Raserei. Und machen wir doch das, diese Kavum-Raserei. So, dann haben wir alles. Die Sparks können wir sowieso nicht leveln, glaube ich. Nein. Items sind auch erstmal zweitrangig. Ja. Dann sind wir schon wieder am Ende der Folge, Leute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da, damit ich weiß, dass ihr mehr von diesem Game sehen wollt. Genauso wie ich. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke neben dem Abo-Button. Dann werdet ihr, wie gesagt, benachrichtigt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.